Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Korte und ich befinde mich gerade auf dem Weg zu einem Shooting. Und der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe vor kurzem, bin ich eingesprungen für ein Model bei einem Shooting, ganz spontan, ganz kurzfristig. Und diese Kunde hat mich jetzt zum fünften Mal gebucht. Also der Einsprung, damals war die Gage zwar nicht so hoch, wo ich eingesprungen bin, habe ich mir hinterher überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und jetzt ist so Folgendes passiert, der Kunde hat mich jetzt mittlerweile fünfmal gebucht, also heute ist das fünfte Mal. Und ja, ich freue mich riesig, denn der Kunde ist super cool drauf, super nett, super freundlich. Wir haben super viel Spaß am Set und das hat sich damals wirklich gelohnt, dass ich da reingegangen bin. Jetzt fahre ich gerade wieder rüber zum Shooting, nehme euch diesmal mit, werde euch heute die drei größten Fehler, die man beim Shooting machen kann, erzählen. Ich laufe jetzt gerade zum Car2Go hin, werde mir schnell ein Car2Go schnappen, denn ich habe mein Auto verkauft, weil ich bald nach Südafrika fliege. Warum fliege ich nach Südafrika? Das werde ich euch in einem zweiten oder dritten Video nochmal ganz ausführlich erklären. Jetzt schnappe ich mir eben mein Car2Go und dann geht's los zum Shooting. So Leute, ich bin jetzt angekommen hier auf dem Betriebsgelände von dem Fotografen und wie man vielleicht sehen kann, alte Hallen und da drin ist das Fotostudio, ich hatte ja letztes Mal auch schon geshootet, warte jetzt auf den Kunden und dann gehe ich gleich rein, mal schauen, was ich vielleicht shooten darf, ich freue mich auf jeden Fall und nach dem Shooting erzähle ich euch die drei, drei größten Fehler, die man beim Shooting machen kann. Hallöchen! Hallo! Ich nehme dich direkt auf, ey! Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, gut, perfekt, selbstverständlich, selbstverständlich. So, wir shooten heute beim Fotografen Tommy Bauer und jetzt machen wir eine kleine Studiotour. Schauen wir uns mal das schöne Studio hier an. Okay, ein sehr, sehr geiler Kühlschrank hier. Was tut der noch? Geil. Space Light. Okay, das ist das Licht für heute. Jetzt wird sich umgezogen und dann geht's gleich los mit dem Shooting. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir shooten, aber ich denke mal, gleich werde ich sehen. So, der Kunde hat sich spontan entschieden, dass wir doch noch draußen shooten, obwohl es echt krass am Regnen ist. Wir haben gerade so aus dem Dach ein bisschen geshootet. War ganz cool. Und jetzt gehen wir rein ins Fotostudio und da wird jetzt weiter geshootet. Zweites Outfit gemacht. Jetzt kommt das dritte Outfit. So, letztes Outfit ist auch geshootet worden, wir haben jetzt den Pulli noch geshootet. Jetzt werde ich euch gleich die drei größten Fehler erklären. So, Shooting ist beendet. Ich sitze wieder gerade in meinem Car2Go, werde jetzt zurück nach Stuttgart fahren und jetzt beantworte ich euch noch kurz die drei größten Fehler, die ihr machen könnt bei einem Fotoshooting. Nummer 1, meiner Meinung nach Unpünktlichkeit. Ja? Wenn ihr zu spät kommt zu einem Shooting, macht das natürlich einen super schlechten Eindruck. Egal ob Fotoshooting, Bewerbungsgespräch, Casting, whatever. Also Unpünktlichkeit ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den man als Model machen kann. Heute zum Beispiel, ich habe extra eine halbe Stunde Puffer eingeplant. Ich bin lieber
30 Minuten zu früh als eine Minute zu spät. Und das sollte man sich vielleicht hinter die Ohren schreiben, dass man sagt, hey, lieber 30 Minuten zu früh als eine Minute zu spät. Das macht einen guten Eindruck. Und wenn du halt wirklich viel zu früh bist, ja, dann geh noch kurz einen Kaffee trinken oder check dein Instagram oder was auch immer, damit du dann pünktlich reingehst. Der zweite Fehler, den man machen kann, meiner Meinung nach, ist, wenn man unfreundlich oder zickig ist. Also seid nicht am Set unfreundlich oder zickig, sondern seid wirklich offen, seid freundlich, habt Spaß am Set, weil viele Mädels, ja, wenn es zum Beispiel mal kalt ist oder so, die vielleicht auch nicht ganz so ja, nicht ganz so viel auf den Rippen haben, sage ich jetzt mal, denen wird natürlich schnell kalt, gar keine Frage. Kann man natürlich auch verstehen, aber nichtsdestotrotz versucht trotzdem so normal und so authentisch und halt so freundlich wie möglich zu sein, weil wenn ihr unfreundlich seid und kompliziert seid, dann ja, wird der Kunde euch nicht nochmal buchen. Und bei mir ist es so, ich sag mal jetzt für meine Person, ich bin relativ einfach zu handhaben und ob ich mich jetzt draußen im Regen umziehen muss oder irgendwie in der Kälte oder was auch immer, mich stört das gar nicht. Überhaupt nicht. Und wahrscheinlich ist auch ein Grund, warum mich Kunden dann auch häufiger buchen, weil die merken, hey, es funktioniert mit ihm. Es ist super einfach, der ist super freundlich, der zickt nicht rum, alles immer super easy. Und wenn das so ist, dann haben Kunden natürlich dann oder sind dann auch gewillt, euch dann öfters zu buchen. Das dritte, ja, meiner Meinung nach der Fehler, den viele Leute machen, sind unkommunikativ. Wenn ihr irgendwo reinkommt, ja, ihr müsst ja nicht genau losquatschen, so wie ich meistens immer. Aber bitte seid nicht unkommunikativ, sondern seid offen und redet mit den Menschen, redet mit dem Fotografen, redet mit dem Kunden. Wenn ihr kommunikativ seid, es ist weitaus einfacher für euch als Model auch am Set zu arbeiten. Aus dem Grund, weil dann auch so ein bisschen die Atmosphäre gelockert wird. Wenn ihr komplett unkommunikativ seid und mit niemandem redet, dann ist es meistens so eine komische Atmosphäre und dann ist es keine lockere Atmosphäre und dann ist es ganz oft so, dass keiner so wirklich weiß, so wie ist der Typ eigentlich drauf oder wie ist das Mädel eigentlich drauf, so voll komisch, der redet nicht und so. Da muss man einfach mal aus sich rauskommen. Wenn man vielleicht nicht der extrovertierte Typ ist, dann sollte man vielleicht ein bisschen üben und einfach mal so eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Coolness reinbringen, dass man halt auch merkt, hey, der redet viel, der redet gerne, der hat Bock mit uns zu quatschen, der hat Lust auf den Job, das macht vieles aus. Also, nochmal zusammengefasst, Fehler Nummer 1 ist Unpünktlichkeit, Fehler Nummer 2 unfreundlich oder zickig und Fehler Nummer 3 unkommunikativ. Versucht diese Sachen zu vermeiden bei einem Fotoshooting. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und sage bis dahin, adios.